Trotz schlechtem Wetter, die Matadore aus Spanien ließen sich in Pforzen die Stimmung nicht vermiesen. Bei den Hundefrisbee-Europameisterschaften traten am Wochenende insgesamt 36 Teilnehmer aus 8 Nationen gegeneinander an. Oder eher miteinander, denn hier wird zwar um den Titel des Europameisters gekämpft, aber mit viel gegenseitiger Fairness. Also Ehrgeiz ist natürlich mit dabei, weil das möchte ja jeder gerne Europameister werden, klar, aber es ist halt nicht so ehrgeizig, dass man jetzt hier eine gewisse Rivalität hat oder sowas. Es ist wirklich alles total familiär und man versteht sich mit allen, ob es Spanien, ob es die Schweizer, ob es die Italiener sind. Also wir haben alle ein gutes Verhältnis zueinander. In 2 Disziplinen treten die Hunde mit ihren Besitzern an. Bei Toss and Catch geht es darum, das Frisbee möglichst weit zu werfen. Allerdings so, dass der Hund es noch fangen kann. Dabei darf die Scheibe den Boden nicht berühren, sonst gibt's keine Punkte. Für die Hunde ist es nur Spaß. Für die Hunde ist es ein Spiel. Man macht es ja, ich sag mal, täglich beim Training auch. Man spielt mit den Hunden zusammen Frisbee und so ist es hier nichts anderes. Man spielt halt die Kühen, die man übt, spielt man hier ab. Und die Hunde, die haben ja keine Ahnung, dass das hier jetzt vielleicht um was geht oder sowas. Also die strengen sich jetzt nicht unbedingt mehr an. Die sind immer voll bei der Sache und von dem her passt es schon. 60 Sekunden hat jedes Team bei Toss and Catch zur Verfügung. Zeit genug, denn diese Disziplin ist ganz schön anstrengend. Dabei kommt es auch aufs Wetter an. Am besten ist es leicht bewölkt, um die 20 Grad und am besten kein Regen. Aber man kann es halt nicht ändern, ne? Den Hunden ist der Regen ziemlich egal. Insbesondere in der 2. Disziplin, dem Freestyle, konzentrieren sich die Tiere auf die Frisbee-Scheiben, nicht die Tropfen. Im Spiel mit dem Hund bewerten die Kampfrichter sowohl Mensch als auch Tier und deren Zusammenarbeit. Dabei ist es faszinierend zu sehen, wie fixiert die Tiere auf die Scheiben sind. Das ist halt auch der Trieb von den Hunden. Also wenn die Hunde triebig auf die Scheibe sind, sehen die nichts anderes mehr. Das ist wie bei meiner Hündin auch, bei der Ronja. Wenn ich da die Frisbees raushole, da kann um sie rum alles Mögliche sein, irgendwelche anderen Hunde oder was weiß ich, da kann man sogar versuchen, mit Leckerchens was zu machen. Das funktioniert nicht. Die will die Frisbees haben und so ist es bei vielen Hunden hier auch. Bei manchen, die sind halt doch mal manchmal abgelenkt, aber eigentlich die meisten, die hier sind, die das auch jetzt gerade bei der Europameisterschaft, die sie qualifizieren, da sind die Hunde alle so triebig auf die Frisbee-Scheibe, dass die gar nichts anderes um sich herum merken. Zum Wettbewerb antreten kann übrigens jede Hunderasse. Allerdings muss dabei insbesondere auf die Gesundheit der Tiere geachtet werden. Sprünge mit großen, schweren Hunden sind daher nicht unbedingt zu empfehlen. Das Wohl des Hundes liegt da absolut im Vordergrund. Auch wenn man so spielt, deswegen sage ich, wenn man Anfänger ist, man muss wirklich mit der Scheibe umgehen können, weil wenn die Scheibe schlecht geworfen ist oder auch mit dem Wind umgehen können, wenn die schlecht in den Wind geworfen ist, dann kann sich der Hund in der Luft verdrehen. Also man muss da schon ein bisschen vorsichtig sein, aber wenn man das drauf hat, dann läuft das eigentlich alles wie geschmiert. Bei Titelverteidiger Timo Kehlbeck aus Kaufbeuren lief es nicht wie geschmiert. Er konnte seinen Titel nicht verteidigen. Das tat dem Spaß aber keinen Abbruch, genauso wenig wie das Wetter.